Hallihallo, liebe Freunde, und ich wollte gerade sagen, diesmal mit ohne Regen hier zurück in DayZ, aber leider Gottes, es ist schon wieder am Regnen. Ich krieg die Krise. Naja gut, nichtsdestotrotz, da hinten habe ich gerade den Turm gesehen, wo wir in der letzten Woche von gesprochen hatten. Was ist denn da? Ah, da unten, na doch, das ist schon Zelenogorsk, alles klar, dann ist das doch so nah dran. Ja, irgendwo hier habe ich vorhin den... Da! Oder? Hä, bin ich blind? Irgendwo hier ist der Green Mountain und dieser Green Mountain soll... Da blinzelt doch was. Ich bin noch nicht da. Guckt euch das Ding an. Halleluja. Sehr nice. Ebenfalls ein neues Bestandteil. Ein neues Bestandteil ist auch egal. Ein neuer Bestandteil. Hier in DayZ kenne ich auch noch nicht. Zelenogorsk, die Stadt da unten, die große, die dann das nächste Etappenziel darstellen soll, wenn wir diesen Berg erklommen haben. Hier ist einfach mein Haus. Auch nicht schlecht. Ja, Zelenogorsk, wie gesagt, soll dann unser nächstes Etappenziel sein. Eine ziemlich große Stadt. Aber erstmal wollen wir hier Richtung Funkturm. So, liegt hier irgendwie was Brauchbares? Nee. Eine rosa Sturmkappe. Natürlich. Das muss man haben. Wäre übrigens schön, wenn man sich auch mal hinlegen könnte hier. Na ja, gut, nichts. Oh, wo könnten wir. Können wir hier was. Nee. Oh. Ich bin nicht mehr wet. Sehr geil. Ich bin healthy. Ich müsste gleich mal irgendwie was essen. Ich nutze, glaube ich, gerade mal die Regenpause. Beziehungsweise den Regen hier. Ob man sich hier vielleicht... Ach, hau mal rein, den Scheiß. Was soll der Geiz? Ob man sich hier vielleicht eine Feuerstelle machen kann an dem Kamin? Wäre eine... Überlegung wert. So, wir sind voll energized. Wir nehmen nochmal gerade einen kleinen Schluck aus der Kantine. Und, hat gereicht? Hat nicht gereicht. Nochmal was? Immer noch nicht. Dann nimm mal noch einen Schluck. Das muss dann jetzt aber reichen, mein Freund. Jetzt hört der Regen auf, wir müssen sowieso jetzt weiter. So, take. Alles klar. Steht egal, dann bist du halt nicht ultra hydrated. Wen interessiert's? Oh! Hier ist ja wieder, oh, so ein Survival-Lager. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, am Anfang, ich glaube, das war sogar, war das nach dem Respawn? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da war... Dieses Survival Camp, im wahrsten Sinne des Wortes, für mich ein Survival Camp. Warum rennst du denn jetzt hier? So eilig haben wir es nun wieder auch nicht. Denn da habe ich viele... Eine Säge. Damit könnte ich eine Waffe absägen. Portable Gas Stove brauche ich jetzt auch nicht. Oh, ist aber nur... Nee, doch nicht. Doch ein ganz normal großes Survival Camp. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen kleiner. Was ist das? Ein Gasstove, ne? Portable Gas Lamp. Okay. Das ist auch so eine Lampe. Brauchen wir auch nicht. Okay. Nehmen wir uns das Camp doch hier mal vor. Ich darf jetzt nur nicht den Turm außer Acht lassen, weil hier unten es ein bisschen schwierig ist, sich dann wieder... Was ist da hinten? Hm. Hier ist noch so eine einsame Hütte. Hier ist ein Rucksack.
ist ohne Witz, das ist echt der Hammer. So, können wir erst... Betätigen. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, mach ruhig auf. Nein, er... Achso, ich wollte schon gerade sagen. Heatpack. Tja. Kannst du das nicht mal eben aufmachen? Dann würde ich mir das nochmal eben kurz reinsnacken hier. Dann kriege ich ja auch Flüssigkeiten drüber. Habe ich hier sonst noch was Sinnvolles liegen? Sieht nicht so aus. Okay. Energized and hydrated sind wir wieder. So, wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ist noch ein weiteres Haus? Nee. Naja, gut. Dann werfen wir mal kurz einen kleinen Blick auf die Karte. Gerade war der Turm so groß zu sehen und jetzt sehe ich ihn wieder nicht, oder was? Da. Da ist er ja. Da blinzelt doch schon was Helles. Ja, das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal reinpfeifen. So. Mal gucken, danach müssten wir... Wir müssten eigentlich von diesem Turm aus, sofern wir es schaffen sollten. Ich glaube, ich gehe da sogar mal hoch. Muss man diese herrliche Aussicht genießen. Auch wenn es regnet, ist egal. Ach komm. Aha. Oh, ist aber echt. Ist schon ein bisschen hoch, der Kollege hier. Bin ich mal gespannt auf die herrliche Aussicht. Was haben wir denn da? Jawohl, da sehen wir. Krasses Teil. Krasses Teil. Also ein paar Höhenmeter haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns gebracht. Das steht fest. Halleluja. Aber ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Was ist das denn hier? Krasser Scheiß. Ist das eine Militärbasis oder was? Hallo, wie kommt man hier rein? Krass. Das ist eine richtige Basis hier. Ja, mach mal auf. Ja. Super Idee gewesen, Kollege. Mach auf. So, hier liegt ein grün-blauer Regenmantel. Okay. Krass, da kommt man rein? Wie cool ist das denn? Das ist jetzt einfach mal ein Knast. Hier ist wahrscheinlich nichts. Ne. Hier kommt man nicht rein. Da unten kommt es auch nicht rein. Hier ist auch einfach mal nichts. Und hier hinten liegt nichts. Okay. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Gehen wir mal hier rein, wenn das geht. Geht nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall ist schon imposant. Muss man schon
Muss man schon Fairness halber wirklich sagen. Ist schon echt krass. Ich habe gedacht, da wäre jetzt nur so ein publiger, so eine publige Base oder sowas ähnliches. Also nur so ein Funkturm und das war's dann. Glaube ich jetzt echt hier einmal sinnfrei ums Haus. Hä? Okay, hier kommt man nicht rein. Ja, auch schönes Graffiti hier. Zwar ein bisschen verpixelt, aber gibt Schlimmeres. Tatsächlich, man kommt hier rein. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Auf geht's. Sehr geil. Ein herrlicher Ausblick, wenn es nicht regnen würde. Okay, wir sehen nichts. Aber ich glaube, da oben kommt man nicht rein, oder? Schade. Hm? Nee. So, jetzt vorsichtig. Die Leiter wieder runter. Aber sehr cool. Also geiler wäre natürlich, wenn man jetzt direkt auch noch nach oben gehen könnte. Ist schon... Oh, sorry. Ist schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass man hier... dass man hier da hätte reingehen können. Bin ich schon ein bisschen angenehm überrascht. Ja, so. Ja, also das war dann der Funkturm. Zwar ist kein Highlight, aber eigentlich doch schon ganz nett gemacht. Muss man ja schon mal sagen, ne? Das ist aber auch am Schiffen hier, ne? Das ist die Hölle. Ja, so. Jetzt heißt es wieder erneut zurechtfinden, denn jetzt geht's auf nach Zelenogorsk. Das heißt, den Berg hier wieder runter. Und dann hoffen, dass wir so ungefähr die passende Richtung haben. Die Sichtweite ist heute ein bisschen bescheiden, dank dem Regen. Kurz mal. Wo ist es? Da. Sieht das nach Stadt aus? Hm. Warte mal, wenn da... Dann müsste eigentlich so hier so die Richtung... Da unten ist auf jeden Fall eine Straße. Ich weiß nicht, sieht das nach Haus aus? Nee. Erstmal nur eine Straße. Ich glaube, ich muss noch weiter nach hier. Ihr könnt mir ja mal unter die Videos schreiben, die ihr euch immer so zurechtfindet auf dieser Map oder ob hier irgendwo... das ist schon... Hä, da ist doch keine Küste. Ups, aber Wald. Stein, sorry. Wie ihr euch halt immer so zurechtfindet. Würde mich mal interessieren. Ja, oder ob ihr irgendwo immer fest an einem Punkt bleibt und sagt, nö, da bleiben wir und warten, was da kommt oder wie auch immer. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das immer so handhabt. Bin ich an der Stadt schon vorbei oder was?
kann doch gar nicht sein. Was ist das da unten? Eine einzelne Hütte. Okay. Wo zum Geier bin ich denn jetzt gelandet? Ein Strohballen. Das ist doch nicht... Da ist doch nicht Zelenogorsk. Ich bin... Ich glaube, ich bin ganz falsch gelaufen. Ich bin jetzt echt an Zelenogorsk dran vorbei. Ich glaube das nicht. Das wäre es ja jetzt noch. Was für ein Fail. Wo ist der Turm? Da. Ich bin jetzt... Ich muss mich auf jeden Fall entlang dieser Straße jetzt mal richten hier. Und dann wird da hinten... Tatsächlich. Da ist die Stadt. Ja, nee, schön. Ja, haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht, ne? Einmal schön dran vorbeigelaufen. Ah, jetzt hört es gerade wieder auf zu regnen. Das ist ja schön. Da ist Zelenogorsk. Sehr gut, da wollen wir hin. Guck mal gerade. Wie gehen wir denn am besten vor? Nicht gerade. Ey, sind wir jetzt echt. Wir sind einmal hier außen rum gelaufen. Meine Güte, ey. So, da ist so eine einzelne Hütte. Ja, das sieht doch wieder nach Stadt aus. Na endlich. Mal wieder ein bisschen Regen. War doch schon lange nicht mehr. So, ja, tja, gute Frage, nächste Frage. Was machen wir? Die Stadt ist ein. Oder am Ende gibt es noch eine Feuerwehrwache, sehe ich gerade. Ja, also die Stadt ist zum direkten Durchlooten jetzt, glaube ich, nicht so besonders geeignet. Schauen wir uns doch am besten erstmal die Stadt von da oben aus an. Ich gehe mal in den Wald rein und dann gucken wir mal, wie wir am besten denn da zu Potte kommen. Ich glaube, jedes Haus werden wir uns nicht gönnen. Ah, ist schon nicht gerade klein, die Stadt. Vor allen Dingen auch so schön verwinkelt mit vielen Gassen. Gucken, aber auf jeden Fall gibt es da sogar auch hier in der Nähe müsste das sein einen Brunnen, den ich ganz gerne erstmal aufsuchen würde. Ha. Wenn ich meiner Karte trauen darf, in der Nähe von Garagen. Oh, das ist wieder so ein großes Schulgebäude, hä? Schulgebäude war aber, glaube ich, letztes Mal nichts, ne? In diesem... Wo waren wir denn da? In, oh, hier wieder der Ultra-Leggy-Zaun. Okay. Kommen wir überhaupt rum? Nein. Das ist schlecht. Irgendwo in der Nähe von...
den Garagen. Muss ein Brunnen sein. Hier. Ha! Wer hätte es gedacht? So. Droppen, das nimmst du in der Hand. Use the pump. Okay. Alles klar. Nimm mal selber nochmal einen Schluck hier. Hallo. Fully hydrated. Alles klar. Und unsere Kantine ist auch wieder zu 100% gefüllt. Perfekt. Alles klar. So, jetzt kann das Regenwetter uns mal gerne haben hier. So, schauen wir mal, was es denn hier so Schönes nicht gibt. Ein Bauarbeiterhelm, natürlich. Wer braucht ihn nicht? So, man merkt, die Stadt ist schon ein bisschen größer. Es fängt jetzt so langsam an, wieder ein bisschen rumzulecken hier, das System. Halleluja, da vorne ist eine Polizeiwache. Die Kirche müssen wir uns... die Kirche müssen wir uns jetzt nicht geben. Aber die Polizeiwache würde ich ganz gerne wohl nehmen. Da vorne sind auch noch irgendwelche Garagen. Da gehen wir einfach mal rein. Was haben wir da? Okay. Nein, sag mir nicht, hier ist wieder keine Öffnung, oder was? Boah, diese Zäune, ne? Boah, es leckt aber schon jetzt wieder richtig hart. Und das ist noch nicht mal eine richtig große Stadt. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in Novaya Petrovka wird. Oder war. Eben kurz im Schnelldurchgang hier alles. Nö. Okay. Okay, was gibt's hier Schönes? Gutes. Jawohl, eine Polizeiuniform! Müsste ich jetzt nicht haben. Wäre aber auch mal geil, wenn man so verschiedene Charaktere hätte. Mit ihren eigenen Uniformen. Boah, es ist schon wieder ordentlich lecker hier. Das ist schon echt krass. Ein Weapon Flashlight. Und ein Knicklicht. Ja. Eine Tür. Hä? Nee. Hier liegt schon wieder eine Polizeiuniform. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Hier liegt nochmal eine Polizeiuniform. Presseweste. Eine Polizeimütze. Jawohl, hier kann man sich doch perfekt ausstatten. So. Ups. Ja, da stehen wir jetzt mitten in der Stadt, ne? Das ist natürlich auch super. So, jetzt muss ich mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Also, da ist der Turm. Okay, dann würde ich jetzt... Nee. Würde ich mal vorschlagen, wir machen uns mal hier auf den Weg. Gehen mal hier entlang. Sich hier ein Hammer, eine Cola. Da ist die Kirche. Bisschen was zu futtern wäre nicht schlecht. Könnte ich mir mal wieder reinsnacken. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Hier liegt eine Dose Sprite. Spalt, Entschuldigung. Habe ich jetzt den geschützten Markennamen gesagt? Black Derriger brauche ich auch nicht. Was ist das denn? Butchers Cleaver müsste ich jetzt auch nicht haben. Bisschen was zu essen wäre ganz schicki. Da hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden. Hm.
Hängen wir hier mal rein. Nö. Was liegt hier? Ach, guck mal. Ja, aber ich habe leider keinen Platz mehr. Das ist natürlich schlecht. Aber wir machen das anders. Und zwar, wir schmeißen das raus und setzen das rein. Uns ist jetzt erstmal warm. Wir sind nicht mehr nass. Dann brauchen wir das nicht unbedingt. So, was haben wir hier noch? Oh, ne, ich glaube, jetzt laufe ich hier ein bisschen falsch. Ich könnte noch ein paar Äpfel pflücken. Für den Fall, dass wir das möchten. Ja, also Zelenogorsk, wie gesagt, ist eine Stadt eigentlich ganz... Ja, also die ist nicht besonders groß, die ist aber auch nicht besonders klein. Ja, die ist halt schon so eine Mittelklasse für sich, kann man ganz gut was drin machen. Aber ich möchte zur Feuerwehrwache. Wo auch immer sie... Was ist denn da? Was ist das denn? TTSKO-Pants. TTSKO-Pants. Meine ist worn. Die ist worn. Okay, alles klar. Wo zum Geier ist die Feuerwehrwache? Die müsste ich doch eigentlich schon sehen. Naja, durchforsten wir hier gerade mal den Supermarkt. Da haben wir nochmal ein Küchenmesser. Ein Funkgerät. Alles das, was man so ungefähr nicht braucht. Nochmal ein Funkgerät. Hä? Jetzt mal ernsthaft, wo zum Geier ist die... Da ist der Turm. Ja, glaubst du es denn? Da ist die Kirche. Das ist doch die Hauptstraße hier runter. Da bin ich eine zu früh abgebogen. Oh, was liegt denn hier? Eine Shotgun. Hier liegt eine Atemmaske. Und hier liegt noch ein Boonie-Head. Damaged. Ey, jetzt mal ohne Witz, bin ich echt eine zu früh abgebogen? Glaube ich nicht. Kommen wir hier durch? Ja. So. Hä? Das ist die Hauptverkehrsstraße. So, es muss doch hier irgendwo... Oder haben die die Stadt geändert? Oder was? Hier ist doch irgendwo eine Feuerwehrwache. Alles klar. Feuerholz. Aha, aha, aha. Also kann man Feuerholz mitnehmen. Ey, jetzt bin ich aber hier echt... Jetzt bin ich aber hier ein bisschen... Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Oh, da vorne, da muss ich auch mal rein. Da sind auch immer ganz coole Sachen drin gewesen früher. Hier, diese Häuser empfehle ich euch auch, wenn ihr mal irgendwo in so einer Stadt drin seid. Hier gibt es eine Etage oben drüber. Da müsst ihr mal versuchen reinzukommen. Nee. Doch nicht mehr das gleiche Haus. Ah. Ja, mal nehmen wir den Eingang hier. Ist ja kein Problem. So, hier lag früher immer cooles Zeug drin. Also, früher.
Naja gut, was will man machen? So. Gesucht wird jetzt immer noch die Feuerwehrstation. Das kann doch nicht sein. Komm ich da durch? Natürlich nicht. Hier ist ein Lazarett. Okay. War auch schon mal ergiebiger. Naja gut. Jetzt watschle ich einfach mal die Straße entlang, denn hier irgendwo muss jetzt gleich... eine Feuerwehrstation kommen. Ich bin doch nicht... Die haben sie doch nicht weggemacht. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Bin gleich schon durch die Stadt durch und ich habe hier keine Feuerwehrstation gefunden. Das kann man wohl nicht sparschwein. Kitchen, ein Hunting Knife. Nein, diesmal laufe ich nicht vor die Tür. So. Ey, jetzt. Werde ich hier aber echt gleich narrisch. Hat einer dann ein Auto in die Tür geparkt oder wie oder was? Was ist denn bitte hier? Ein Aussichts... Schon wieder ein Knast? Baracken. Okay, das ist jetzt neu. Das ist jetzt in der Tat neu hier, das kenne ich nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Knast am Start. Ups. Aber hier scheint nichts zu sein. Da hinten ist auch leer. Ich glaube, in die Container kommen wir nicht rein. Ja. Okay dann. Also viel kann ja jetzt nicht mehr kommen. Dann würde ich sagen, ist die Feuerwehrstation wohl mal weg. 7,62 mal 39. Habe ich, glaube ich, erstmal genug. Muss ich sagen, 39 ist SKS oder irgendwie Mosin. Hier liegt noch ein Atlas Biport und kann ich das hier dran machen? Nee. Toll. Ja, okay. Naja gut, also dann ist die Feuerwehrwache, die einst mal hier irgendwo in Zelenogorsk stand, wohl weg. Aus welchen Gründen auch immer. Ach, hier kommen wir wieder nicht rein. Schade eigentlich. Green Medical Scrum. Ja, okay, das sieht für mich jetzt nicht unbedingt nach grün aus, aber okay. Aha. Und das ist ein Green Medical Scrum, okay. Ja, Also, auf jeden Fall haben wir...
Hunting. Schnee wäre echt mal eine coole Geschichte, wenn die das auch noch bringen würden. Wenn man dann wirklich in so einer Schneelandschaft drin ist. Was ist denn das? Achso. Green Sweeter. Ja, das ist, beziehungsweise war im Schnelldurchgang Zelenogorsk. Aber wirklich jetzt im Tiefdurchflug, muss man ja schon sagen. Auch mal wieder nichts. Was ist das denn? Aha, das ist auch hier so ein Buch. Ein Buch ist immer gut zu haben. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mir hier nochmal die Option mit der Feuerwehrwache. Hätte ich die nämlich gerade nochmal eben kurz mitgenommen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Schade eigentlich. War ich da schon drin? Ne, ich glaube, da war ich auch noch nicht drin, ne? Aber es ist krass, wie eng das alles beieinander liegt. Hier hätte ich nicht gedacht. Hat der Licht nicht mal was zu essen? Mann, 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 Mann. So. Ja. Kein LKW zum Fahren, kein Panzer zum Fahren. Ach, da ist die Hütte irgendwie auch noch mit. Ich könnte jetzt da oben hochgehen, aber ich glaube, da wird nicht besonders... Das wäre natürlich mal richtig fett, wenn man da nochmal mitfahren könnte, aber naja. Vielleicht kommt das irgendwann mal mit ins Spiel rein. Wäre natürlich witzig, kannst du schon mit dem Panzer durch die Gegend bügeln. Oh, hier ist auch einfach mal nichts. Eine Sonnenbrille. Muss man natürlich haben. Brown Hoodie, Blue Shack Shirt. Ja, auch nichts? Nee. Hammer. Jetzt muss ich hier rum. Komme ich da durch? Nein. Aber hier komme ich rein. Dann da und hier. So. Liegt da noch was Praktikables drin? Ja, ein bisschen beinahe enttäuschend hier. Zu den Logos habe ich eigentlich relativ üppig in Erinnerung, aber es scheint so. Diese Zäune, ne? Es scheint so, als hätte sich hier das Blatt gewendet, geändert. Gehen wir hier nochmal rein. Und dann können wir uns eigentlich schon fast wieder aus dem Städtle zurückziehen. Oh, hier war ich schon. Jetzt, wo ich das Messer da liegen sehe. Ja. Okay. Ja, liebe Freunde, das war Zelenogorsk. Also, die Stadt ist natürlich noch bedeutend größer, ne? Wenn man jetzt durch die ganzen einzelnen Häuser da durchstreifen würde. Aber damit wollte ich euch heute nicht unbedingt langweilen. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier irgendwo nochmal die Feuerwehrstation da ist. Da wäre ich nämlich gerade nochmal eben kurz fix draufgeklettert. Und hätte euch selbige noch gerade mal eben kurz gezeigt, aber wie man sieht, sieht man nichts. Und irgendwie gibt es diese Feuerwehrstation nicht mehr. Naja gut, so. Rennen wir doch mal am besten so ein bisschen Richtung Pampa, beziehungsweise mal ein bisschen in die Pampa raus. Ich muss mal gerade... Ach, da oben können wir noch hingehen, nice. Ja, wie gesagt, das ist, beziehungsweise war Zelenogorsk. Bei keinem schönen strahlenden Wetter. Ich hoffe, in der nächsten Folge wird das sich etwas ändern. Ich werde mich jetzt hier oben auf den Weg machen, Richtung dem einzelnen Bauernhof. Den werde ich noch mitnehmen. Da werde ich mir aber wahrscheinlich noch was hinter die Binde kloppen. Und ja... Dann werde ich mal gucken, wo es uns denn in der nächsten Runde hintreibt. Green Mountain, wie gesagt, den Funkturm, den wir jetzt nicht mehr sehen. Der aber wahrscheinlich wohl da irgendwo war, da hinten irgendwo. Haben wir heute erklommen und wir haben Zelenogorsk. Ich muss mal nochmal eben kurz hier... So, das ist Zelenogorsk.
Ja. Also so groß jetzt sind wir da auch nicht, aber naja gut, gibt auch kleinere Städte. Da sind wir heute durchgewatschelt. Ja, und jetzt gucken wir mal. Denn jetzt kommt wieder erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Und ich lasse mich mal überraschen, was ich im Laufe der kommenden Woche denn für eine Idee habe. Was ist das denn da hinten? Was da? Was ist das denn? Was ich in der kommenden Woche für eine Idee habe, wo ich denn als nächstes hingehen möchte mit euch. Aber erstmal möchte ich ganz gerne wissen, was das da hinten ist. Ist das ein Umspannwerk oder was? Ah, hier hat man nochmal einen viel besseren Blick über Zelenogorsk. Also die Stadt, wie gesagt, ist deutlich größer als das, was wir jetzt ja gerade mal eben kurz im Vorbeiflug aufgetan haben. Was ist das? Ach so. Ach, nur so eine popelige Lagerhalle. Ja, wie ihr seht, klar, dank eingeschränkter Sicht momentan sowieso nicht viel zu sehen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir machen könnten, beziehungsweise wo wir hingehen könnten. Ja. Lassen wir uns überraschen, wo es uns in der nächsten Woche denn so hinzieht. Dann würde ich sagen, Freunde, wir beenden jetzt erstmal an dieser Stelle die Folge. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nochmal kurz in die Kornkammer, hau mir nochmal kurz ein Korn rein und ja, dann mache ich auch Feierabend. Und dann lassen wir uns, wie gesagt, in der kommenden Woche überraschen, wo die nächste Etappe uns hinführt. Seid gespannt, seid wieder dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüssing.